hat sich Nipsey Hussle mit den falschen Leuten angelegt, in Klammern Dr. Sebi. Das Thema Korruption in der Pharmaindustrie erstreckt sich ins Gesundheitssystem, wo Ärzte bestochen werden. Was ich auch überzeugt davon bin, dass die Pharmaindustrie auch einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit haben möchte, weil sie uns halt in so einem Status behalten möchte, wo wir nicht komplett gesund sind, aber auch nicht sterben, damit wir immer noch diese Medikamente und diese Geschichten von der Pharmaindustrie brauchen. Eritrean, he is Eritrean. That's what his nationality, that's what his nationality is. Letztendlich ging er zu einem mexikanischen Herbalisten. Oh shit, man. Mexiko ist am Start, Bro. Ja, da ist die Connection. Dr. Sebi behauptete, alle Krankheiten mit Kräutern und einer pflanzlichen, alkalischen Ernährung zu heilen. Rest in peace, Dr. Sebi. Ich weiß. Im Endeffekt sind wir Kunden für den Arzt. Und in den meisten Fällen wird und kann er keinem die Lösung geben. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz, nur Liebe geht raus an euch. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video mal wieder von Flex Doku reagieren. Flex Doku, Liebe geht raus, Bro. Ich hoffe, dir geht's gut. Wenn du Bock hast, können wir auch mal irgendwann einen Talk zusammen machen. Ich glaube, es könnte sehr interessant werden. Ich mag deine Arbeit auf jeden Fall. Immer sehr interessante Dokus am Start. Und jetzt gehen wir in das Video rein. Hat sich Nipsey Hussle mit den falschen Leuten angelegt? In Klammern Dr. Sebi. Ich habe eben schon mal einen Real Talk dazu rausgekommen. Dr. Sebi, sehr krasser Mann. Müsst ihr euch mal mit seiner Geschichte auseinandersetzen, auch mit dem Gerichtsprozess, was er hatte und wie viele Menschen er vom Leid befreit hat, mit Energy quasi, mit Ernährung, mit den Dingen, die uns nicht so richtig beigebracht werden. Uns wird immer gesagt, ey, nehmt einfach Medikamente, da passt schon alles. Aber wir können selber als Menschen nochmal einen ganz anderen Effekt von uns selbst aus, mit unserer Ernährung, mit unserem Konsum, mit unserem Bewusstsein, mit unseren Gedanken auf unsere Gesundheit so wirken lassen. Und das ist eine Sache, die leider nicht so verbreitet ist, aber immer mehr verbreitet wird in der Zukunft. Und deswegen gehen wir jetzt rein ins Video. Ich bin sehr gespannt, was hier erzählt wird. Let's go. Jo Leute, hoffe alles okay bei euch. Alles nice, Bro. Ich hoffe bei dir auch. Bester Mann. Heute geht es wieder mal um sehr interessante Themen. Leute, bei der Arbeit zu diesem Video habe ich gemerkt, dass man über dieses Thema eigentlich ein 5-Stunden-Video machen müsste. Ich versuche es aber in 20 Minuten so detailliert wie möglich zusammenzufassen. Das Thema Korruption in der Pharmaindustrie erstreckt sich ins Gesundheitssystem, wo Ärzte bestochen werden, Universitäten, die von der Pharmaindustrie gesponsert werden, oder genetisch manipulierte Lebensmittel, die mit Pestiziden besprüht werden, die von der Pharmaindustrie produziert werden. Das habe ich ja gestern auch in einem Talk schon mal so ein bisschen erzählt, dass ich auch überzeugt davon bin, dass die Pharmaindustrie auch einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit haben möchte, weil sie uns halt in so einem Status behalten möchte, wo wir nicht komplett gesund sind, aber auch nicht sterben, damit wir immer noch diese Medikamente und diese Geschichten von der Pharmaindustrie brauchen, weil so verdienen die ihr Brot, weißt du? Und dass die selber beteiligt sind an Pestiziden, wo unsere Ernährung mit vollgesprüht wird, das ist doch krass, weißt du, wie ich meine? Wir schauen uns alle diese Themen ein bisschen näher an. Wir gehen heute auf das Thema Korruption in der Pharmaindustrie ein und gehen auf die Behauptung ein, dass sich der Rapper Nipsey Hussle mit der Pharmaindustrie angelegt hat und deshalb aus dem Weg geräumt wurde. Außerdem schauen wir uns eine Person namens Dr. Sebi an. Nipsey Hussle wollte vor seinem Tod eine Dokumentation über diesen Mann produzieren. So war es gewesen. Dr. Sebi ist schon gestorben. Nipsey Hussle wollte eine Dokumentation über ihn machen und ist dann auch gestorben. Und dann habe ich ein Video hochgeladen für alle Leute, die sich dafür interessieren. Ich habe selber auch ein Video dazu hochgeladen. Und zwar die Dr. Sebi-Verschwörung heißt es, glaube ich. Leon Lovelock. Müsst ihr mal eingeben. Auf dem Hauptkanal auch. Ja. Crazy. Und ich glaube, Nick Cannon hat die dann zu Ende gemacht. Dieser Mann hat behauptet, dass er angeblich unheilbare Krankheiten nur mit der Umstellung der Ernährung heilen konnte. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. A man known as Dr. Sebi claims to have found the cure for several life-threatening diseases, including AIDS. Too good to be true? Well, you be the judge. Why do you think they killed him? Why do they kill all holistic doctors? Messing up. Medical industry. You short stopping that grind. Why do niggas get killed for hustling in front of a nigga spot? Alleine in Hessen lassen sich so rund 5000 Ärzte von der Industrie bezahlen, wie diese interne Liste bestätigt. Niggas just tweet me, hustle, be careful, man. Your plane gonna go down. What were his last words to you on that phone call when he was locked up? I know someone's trying to kill me, so I refuse to eat the food in here. Uff. Digga. Hey. Scheiße. Industrie eigentlich vor keinen und vor allen Dingen vor unlauteren Mitteln nicht zurückschreckt. Sie gehen einfach von den bereits vorhandenen Medikamenten aus und erfinden ein Problem, das zum Medikament passt. Energy companies that profit when there's an energy. Auch guter Mann. Crisis, military industrial complex that profits when it's a war, pharmaceutical companies that profit when there's a pandemic. So true. Ist einfach so.
Rüstungsindustrie profitiert, wenn Krieg ist. Pharmaindustrie profitiert, wenn Leute krank sind und wenn eine Pandemie am Start ist. Das sind die Leute, die einfach davon profitieren. Und dann muss man halt schauen, ob die Leute nicht einen Einfluss darauf hatten, dass die Sachen überhaupt erst entstehen, damit die ihr Geld machen können. In the necessity for ongoing crisis. Yo Leute, ganz kurze Werbung. Viele von euch sind Nipsey Hussle oder mit echtem Namen als Amias Joseph Eschkedem bekannt. Er war ein amerikanischer Rapper, Unternehmer und Aktivist. Hab ich ja auch, gell? Nipsey Hussle. Eritrea, Digga, Shoutouts an alle Habischers an der Stelle. Wurde am 15. August 1975 in Los Angeles, Kalifornien geboren. Nipsey Hussle wuchs in der Nachbarschaft Crenshaw auf. Hussle wurde bekannt für seine zahlreichen Mixtapes. Darunter Bullets Ain't Got No Name, The Marathon Continues und Crenshaw. Sein Debüt-Studioalbum veröffentlichte er im Jahr 2018, und zwar Victory Lap. Das Album war ein kommerzieller Erfolg und wurde für einen Grammy nominiert. Er gründete das Modelabel The Marathon Clothing und machte einen Kleiderladen in seiner Heimatstadt Los Angeles auf. Er arbeitet... Marathon geht weiter, geht immer, immer weiter, ja? Nipsey Hussle war auch einer, der die gute Message weiterhin verbreiten wollte. Leider von uns gegangen ist, wie viele von den Brüdern, die die gute Message verbreiten wollen. Aber wir werden die Message weiter nach außen tragen und es ist einfach wichtig, dass es immer wieder Leute gibt, die auch die gute Message weiterhin nach außen tragen. Bei diesem ganzen teuflischen Scheiß, bei diesen ganzen Leuten, die einfach nur Nonsense erzählen, muss es immer wieder Leute geben, die was Deepes auf dem Herzen haben, die die wahre Message nach außen tragen und ja, Digga, rest in peace nochmal an der Stelle. Auch an der Umgestaltung seiner Gegend, indem er in Immobilien investierte und mehrere Gebäude in seiner Gegend kaufte. Was viele nicht über Nipsey Hussle wissen, ist, dass er kein richtiger Afroamerikaner war, sondern ein Eritreer und verwandt mit dem ehemaligen äthiopischen Kaiser Haile Selassie. Krass, der war verwandt mit Haile Selassie, oder was? Ich found out that he was a descendant of Haile Selassie. Boah. Crazy. I was telling my friend, I said, he looks like him. That's- ja, Digga. Stimmt, Alter. He's a first descendant of him. Well, he looks like those guys, Eritrean. Eritrean. He is Eritrean. Yeah, that's what his nationality is. Tell us about him. Ethiopian. That's Solomon's bloodline. Oh, wow. King Solomon. The king of all kings. Wow. The triple crown. Walk with lions. Yeah. Haile Selassie, bro. See that. Crazy, nigga. Rastafari, bro. Gave Queen Elizabeth a lion. Nipsey Hussle starb am 31.03.2019. Der 33-Jährige wurde auf dem Parkplatz seines Geschäfts niedergeschossen. Er wurde am helllichten Tag mindestens 10-mal angeschossen. Auch wurden 2 unbeteiligte Personen bei der Schießerei verletzt. Alle 3 Leute wurden ins Krankenhaus gebracht, wo Hussle um 15.55 Uhr für tot erklärt wurde. Die Polizei identifizierte kurze Zeit später den damals 29-jährigen Eric Holder Jr. als Verdächtigen. Die Polizisten glaubten, dass Holder ein persönliches Problem mit ihm gehabt hat und dass das Tatmotiv war. Er soll ihn angeblich Verräter genannt haben. Am 2. April 2019 wurde der Täter von der Polizei festgenommen und in Einzelhaft gesteckt. Der Mann, der für den Tod von Nipsey Hussle verantwortlich ist, wurde auch vor kurzem verurteilt. Er hat 60 Jahre bis lebenslange Haft gekriegt. Holder hielt 25 Jahre Gefängnis für Nipsey Hussles Tod und weitere 25 für Firearm Enhancement. Das bedeutet, dass er eine modifizierte Waffe hatte. Er wurde außerdem wegen zweifachen versuchten Totschlags zu weiteren 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ja bei demselben Vorfall 2 weitere Männer verletzt hatte. Das war die offizielle Version der Geschichte. Doch um den Tod von Nipsey Hussle gehen auch andere Geschichten rum. In diesem Video gehen wir aber nur auf eine ein, sonst wird das Video zu lang. Und zwar die Behauptung, dass er sterben musste, weil er auf die Korruption in der Pharmaindustrie aufmerksam gemacht hat. Auch wollte er eine Doku über einen Mann produzieren, der behauptet hat, dass er unheilbare Krankheiten heilen kann. You got niggas that get flipped for a couple hundred thousand. So you playing with some pharmaceutical money. You know, and what's crazy, I'm working on doing a documentary on the trial in 1985. When Dr. Sebi went to trial against New York, right? Because he put a newspaper, he cured AIDS. Yeah. Did he beat? Krass, Digga, das ist krass. Dass er AIDS geheilt hat, hat er in den Newspaper, haben die da rein und dann wurde er verklagt oder irgendwas, gell? Und dann hat er den Prozess gewonnen. Case. And he went to federal court the next day and beat that case. Yeah. On record. Yep. And nobody talk about it. Lass uns kurz darauf eingehen, wer Dr. Sebi überhaupt ist. Dr. Sebi ist in Honduras geboren. Und heißt mit echtem Namen Alfredo Bauman. Alfredo? Dr. Sebi kam Ende seiner 20er Jahre nach Amerika und wurde mit mehreren Krankheiten diagnostiziert. Darunter Diabetes, Asthma und Übergewicht. Er ging von Arzt zu Arzt, ihm konnte aber keiner helfen. Letztendlich ging er zu einem mexikanischen Herbalisten.
Oh shit, man. Mexiko ist am Start, Bro. Ja, da ist die Connection, Freunde. Er riet ihm ein paar Lebensmittel aus seiner Ernährung zu nehmen. Darunter Reis, Fleisch, Milch und alles, was Stärke enthält. Nur durch die Umstellung seiner Ernährung wurde er von seinen ganzen Beschwerden befreit. Und er fing an, sich auf Kräuterheilkunde zu spezialisieren. Er reiste in viele Länder und erforschte Pflanzen. Geil, ich will da auch noch deeper reingehen. Kräuter und so eine Geschichten, auch in meine Ernährung und so. Ich will da auch noch gesünder sein. Und noch mehr die Sachen, die mir nicht gut tun, weglassen. So. Und da gibt's, glaube ich, einiges. Wirkstoffe. Dr. Sibi behauptete, alle Krankheiten mit Kräutern und einer pflanzlichen, alkalischen Ernährung zu heilen. Zahlreiche Promis gehörten zu seinen Kunden. Darunter Michael Jackson, Steven Seagal und John Travolta. Er hat sogar behauptet, dass er unheilbare Krankheiten wie zum Beispiel AIDS heilen konnte und hat dafür ein natürliches Medikament auf den Markt gebracht. Kurze Zeit später wurde die Food and Drug Administration auf ihn aufmerksam. Und er wurde Agents praktizieren ohne Lizenz und genau das meinte ich, praktizieren ohne Lizenz. In der Werbung angeklagt. Vor Gericht wurde er aufgefordert, Beweise für die Heilung von AIDS-Patienten und anderen unheilbaren Krankheiten vorzulegen. Die Zeugen mussten als Beweis zuerst mal die Diagnose dieser unheilbaren Krankheit vorlegen und zweitens von einem anderen Arzt, dass sie nun krankheitsfrei sind. Insgesamt konnten 70 Personen Beweise vorlegen. 70 Personen, Digi. Bro, rest in peace, Dr. Sibi, ich schwör's dir. Diese Beweise wurden vor Gericht auch nicht angefechtet. Letztendlich wurde er freigesprochen, weil er keine Medikamente verschrieben hat, sondern nur gesundes Essen und Kräuter empfahl. Im Grunde hat Dr. Sibi gesagt, dass überschüssiger Schleim im Körper und Übersäuerung die Ursache der meisten Krankheiten sind. Überschüssiger Schleim im Körper erzeugt Entzündung. Entzündungen sind normalerweise eine natürliche Reaktion des Körpers auf Verletzung, Infektion oder andere Arten von Schädigung. Wenn eine Entzündung jedoch über längere Zeit anhält oder chronisch wird, kann sie schädlich für den Körper sein. Dr. Sibi hat den Menschen geraten, sich mit basischen Lebensmitteln wie Avocados, Gurken, Oliven und Zwiebeln zu ernähren. Und geil. Weitere, hier mal eine Liste. Muss ich Screenshot machen kurz? Screenshot it in, man. Wichtig. Auch hat er davon abgeraten, Früchte ohne Kerne zu essen. Diese sind häufig genetisch manipuliert und dahinter sollen ebenfalls Pharmakonzerne stecken. Die Kerne, die zum Beispiel im Weintrauben enthalten sind, enthalten Wirkstoffe, die angeblich gegen viele Krankheiten helfen sollen. Wenn ihr heutzutage in den Supermarkt geht und nach Weintrauben mit Kerne sucht, werdet ihr in 10 Fällen, wenn es hochkommt, einmal welche mit Kerne finden. Und dahinter sollen Pharmaunternehmen stecken. Es werden oft genmanipulierte Früchte auf den Markt gebracht, die schädlich für die Gesundheit der Leute sind. Hier mal ein Beispiel, was genetisch manipulierte Lebensmittel anstellen können. Bro, what the fuck? Es wurde mit genetisch modifiziertem Mais gefüttert. Wie man sieht, haben sich überall Tumore gebildet. Boah, Digga. Wir müssen achten, Freunde, ja? Klar kann man das nicht eins zu eins auf Menschen übertragen. Kann man nicht, aber man kann so ein bisschen Schlüsse daraus ziehen auf jeden Fall. Dass es nicht wirklich gesund ist auf Organismen, für Organismen. Normalerweise sollten Tiere etwas essen können, ohne Tumore zu kriegen. Dr. Sibi hat jahrzehntelang viele Menschen behandelt und war topfit. Doch das änderte sich, nachdem er verhaftet wurde. Er wurde am Flughafen mit einer Tasche voll Geld erwischt. Man hat behauptet, er sei in Geldwäsche verwickelt und man sperrte ihn ein. Am 6. August 2016 starb Dr. Sibi im Gefängnis. Ja, die haben den gekillt, Mann. Die haben den aus dem Weg geräumt. Was willst du mir erzählen, Bro? Gibt es jetzt zwei verschiedene Versionen zu... Ein Mensch, der Menschen geheilt hat, der Gutes getan hat. Wollen die nicht einfach? Wie viele Leute, die versuchen, Gutes zu tun, werden aus dem Weg geräumt? Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber ich denke das wirklich auch so. Tod von zwei... Kann doch nicht sein, dass der auf einmal in den Knast kommt und dann wegen Geldwäsche und dann auf einmal getötet, einfach sich, was, wie ist er denn im Knast gestorben? Verschiedene Familien. Nebenbei mal, er hat 20 Kinder und mehr als 4 Frauen. Als er 20 Kinder, mehr als 4, Bro, ich lebe weiter, Dr. Sibi lebt in mir, mein lieben Freund, ja. Das ist doch meine Vision, das ist mein Traum, Digga, 20 Kinder, frauentechnisch weiß ich noch nicht, mal gucken, aber, so, fühle ich. War, weigerte er sich, das Essen der Haftanstalt zu essen und das Wasser zu trinken. Seine letzten Worte zu seiner Tochter waren, ich weiß, dass sie mich vergiften wollen und ich werde deshalb das Essen nicht anfassen. Er reduzierte alles aufs Minimum und ist letztendlich krank geworden und im Gefängnis an einer Lungenentzündung gestorben. Lungenentzündung? Hat Andrew Tate nicht auch irgendwas mit der Lunge, seitdem er im Knast ist, komischerweise? About 3 days before he had passed. Okay. You know, and I wouldn't be able to say from that conversation that he passed from pneumonia, not based on the information that I've obtained. What were his last words to you?
on that phone call when he was locked up. I know someone's trying to kill me, so I refuse to eat the food in here. I'm not touching this food. That's why I'm fasting. Die andere Story erzählt eine andere Familie von ihm. Und zwar, dass er schon seit den 80er Jahren Leute behandelt. Warum wollen sie jetzt auf einmal kommen und ihn töten? Es wäre doch logisch gewesen, dass wenn die Pharmaindustrie etwas mit seinem Tod zu tun gehabt hat, sie es schon in den 80er Jahren gemacht hätten. And my grandfather wasn't killed on no governmental foul play either. Let's clear that up. They didn't wait all these years to where Dr. Sebi turned 83 years old and said, hey, let's come after him now. Let's clear that up. Ja, auch eine Perspektive auf jeden Fall. Ich habe natürlich direkt wieder die Conspiracies angeschmissen an der Stelle. Man weiß es natürlich, am Ende des Tages weiß man es nicht genau, aber das kommt mir schon ein bisschen spanisch vor. My father died in a prison of starvation. No governmental foul play. He didn't want to eat the food. He wasn't going to drink the water. So he went out his way. Viele Leute glauben trotzdem, dass die Pharmaindustrie etwas mit seinem Tod zu tun gehabt hat. Er hat im Endeffekt das Bewusstsein für gesunde Ernährung geweckt und hat den Leuten erklärt, dass ein Arzt in den meisten Fällen nichts Gutes für den Patienten will. Ich tendiere auch dazu, wenn ich ehrlich bin. Klar will er den Patienten nach den vorgeschriebenen Behandlungsmethoden behandeln. Aber die Frage hier ist, wer gibt diese Form der Behandlung an und wer hat Einfluss darauf? Gleich gehen wir ein bisschen näher darauf ein. Ob so oder so, man wird eigentlich in fast keinem Fall bei seinem ersten Besuch beim Arzt die Lösung kriegen. Man wird vom Arzt zum Röntgen und sonst wohin geschickt, von Termin zu Termin, von Rezept zu Rezept. Er macht durch jeden Besuch Geld. Stellt euch mal vor, ein Arzt würde jedem Patienten bei dem ersten Besuch die Lösung geben. Er hätte kurze Zeit später keine Arbeit mehr, weil alle gesund wären. Im Endeffekt sind wir Kunden für den Arzt und in den meisten Fällen wird und kann er keinem die Lösung geben. Auch wenn er euch helfen will, dürfte er das nur nach den vorgeschriebenen Methoden machen, sonst verliert er seine Lizenz. Ihm ist es nur erlaubt, nach vorgeschriebenen Behandlungsmöglichkeiten zu gehen, die er in der Universität und in seinem Studium gelernt hat. Schauen wir uns mal an, wer die Universitäten finanziert, in denen die Ärzte lernen. Sehr Pharmaheldin, man. Gehe ich stark von aus. Wenn nicht fast alle Universitäten werden vom Pharmaunternehmen gesponsert und erhalten Gelder in Millionenhöhe. Zum Beispiel hier eine Universität aus Mainz. Diese haben im Jahr 2016 100 Millionen Euro von der Pharmaindustrie gekriegt. Im Gegenzug sichert sich das Unternehmen ein Vetorecht bei Personalentscheidungen vom 100 Millionen Euro, überleg mal. Das ist kein Kinderspiel, weißt du? Stuhl bis zur Geschäftsführung. Und das Unternehmen kann ebenfalls darüber bestimmen, worüber geforscht wird. Interessenskonflikte denn, man? Sehe ich schon ganz genau, wie das läuft, meine lieben Freunde. Jigido Ekram ist am Start seit 2 Monaten. Danke für deinen Sub, mein Bruder. Klar lernen Ärzte wichtige Dinge in ihrem Studium. Aber die meisten Sachen, die sie lernen, können sie ohne die Pharmaindustrie nicht umsetzen. Sie haben nur gelernt, Rezepte zu verschreiben und einzuordnen, für welche Krankheit sie welches Medikament verschreiben müssen. Die meisten Ärzte können nur mit Medikamenten Leute behandeln und verschreiben eigentlich nur Medikamente, die die Symptome unterdrücken und nicht an die Ursache der Krankheit gehen. Was heute in der Medizin ja nicht mehr gemacht wird, ist ganz einfach, warum? Es wird nicht mehr warum gestellt. Wenn jemand einen hohen Blut... Oh shit, KenFM, Mann, war eigentlich so ein geiler Kanal, ne? Schade, dass es den so nicht mehr gibt, aber ich habe gehört, Ken ist wieder, der Kaiwan ist wieder am Arbeiten. Da wird demnächst wahrscheinlich wieder was kommen von ihm. Auf seinem eigenen Kanal oder so, glaube ich. Guter Mann auf jeden Fall. Kriege ich einen Beta-Blocker, damit der Blutdruck runtergeht. Wenn ich einen Tumor habe, wird das Ding rausgeschnitten, vergiftet, verbrennt und dann ist gut. Aber niemand stellt mir die Frage, warum hat dieser Mensch zu dieser Zeit, an dieser Stelle, diese Art von Tumor? Ich schwör's dir, wichtig. Wichtig. Für Medikamente. Das ist immer nur, die Symptome werden bekämpft. Auch in sehr vielen, nicht nur in der Medizin, sondern auch bei ganz vielen anderen Sachen auf der Welt. Weißt du, wie ich meine, so? Das ist immer so eine Symptombekämpfungsmentalität. Aber die Ursprünge werden nie richtig angegriffen. Dass man mal schaut, was ist eigentlich der Ursprung von diesem ganzen Leid? Wie kann man denn im Ursprung vielleicht irgendwas verändern, sodass wir nicht mehr so viel leiden müssen? So, das ist doch eigentlich die eigentliche Frage, die man sich stellen sollte. Aber da kommen wir wieder zu diesem Thema. Dann würden halt viele Industrien, die Pharma-Lobby, die Waffen-Lobby, die, was weiß ich, Alter, diese ganzen Lobbys, die es gibt, die mächtigsten sind, die würden dann halt nicht mehr so viel Geld machen, wenn wir die Dinge wirklich an der Wurzel anpacken würden und da versuchen, Veränderungen reinzubringen. Einer der profitabelsten Märkte der Welt. Im Jahr 2021 beliefen sich die weltweiten Pharmaeinnahmen auf 1,42 Billionen US-Dollar. Und die Ärzte sind im Endeffekt die, die das Medikament an den Mann bringen. Jetzt will er auspacken. Es ist keine Beratung, es ist ein Verkauf. Die Praxis sind die Umsatzzahlen und da geht es nicht darum, das Beste für den Patienten zu finden. Das muss man ganz klar sagen.
Der Informant möchte aus Angst vor Nachstellungen unerkannt bleiben. Polizeiermittler bestätigen, dass seine Sorgen nicht unbegründet sind. Weil die Pharmaindustrie eigentlich vor keinen und vor allen Dingen vor unlauteren Mitteln nicht zurückschreckt. Was der Pharmareferent zu berichten hat, ist hochbrisant. Überall in Deutschland würden üppige Bestechungsgelder an Arztpraxen bezahlt, damit diese wunschgemäß die Medikamente der Unternehmen verschreiben. Unser Informant kennt die Bestechungstricks. Die Tricks laufen so ab. Da fließt halt viel Geld auf, Freunde, ne? Das darf man halt nicht unterschätzen, so. Also da wird Druck ausgeübt, da fließt Geld und das musst du dir mal überlegen, das musst du dir mal reinziehen, dass Menschen wirklich in der Lage dazu sind, andere Menschen mit Krankheiten so hinters Licht zu führen, beziehungsweise Menschen, denen es nicht gut geht, irgendwas auf die Nase zu drücken, weil man irgendwie Geld kassiert hat von jemand anderem. Weißt du, wie ich meine? Das ist so krass, wenn du überlegst. Leute sind wirklich echt dafür bereit, über Leichen zu gehen für Geld in vielen Bereichen. Das ist immer das, was sich für mich so unrealistisch anfühlt, so, weil ich mich null in so eine Lage reinversetzen kann, wie du für Geld Menschenleben zum Beispiel gefährden könntest, so. Das geht doch gar nicht. Ich hätte so krass mit mir selbst zu kämpfen. Ich könnte das nicht tun. Korruption, schwöre ich dir. In der Pharmaindustrie ist kein Geheimnis. Es gibt verschiedene Arten von Korruption in der Pharmaindustrie. Darunter Bestechung, Bestechlichkeit und Interessenkonflikte. Bestechung ist eine der häufigsten Formen von Korruption in der Pharmaindustrie. Ein Beispiel dafür ist es, wenn Pharmaunternehmen Ärzte oder medizinische Einrichtungen bestechen, um ihre Produkte zu verschreiben oder zu kaufen. Die Pharmaunternehmen gehen zu den Ärzten und machen mit ihnen Beraterverträge. Der Arzt steht dann dem Pharmaunternehmen angeblich nur zur Verfügung, wenn es Fragen zu Nebenwirkungen bei neuen Medikamenten gibt. Dies ist aber nur eine Tarnung, damit unauffällig Geld überwiesen werden kann. Wenn solche Summen Geld fließen, muss man natürlich sagen, für was, sonst fällt es auf. Damit man nicht als Verwendungszweck Bestechung schreiben muss, wird das als Beratervertrag getarnt. Die Ärzte oder Apotheken verpflichten sich dann, als erstes die Medikamente von dem jeweiligen Unternehmen anzubieten. Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr zum Arzt geht und er schreibt euch eine ganz bestimmte Firma auf. Natürlich kann es auch sein, dass der Arzt diese Firma einfach am besten findet. Aber das trifft nur in wenigen Fällen zu. In Apotheken wird das gleiche gemacht. Zum Beispiel verschreibt der Arzt euch eine Firma, ihr geht zum Apotheker und der gibt euch wieder eine andere Firma. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde der Apotheker ebenfalls bezahlt. Eine zweite Form fragwürdiger Zahlungen seien oft völlig nutzlose Anwendungsbeobachtungen. Alleine in Hessen lassen sich so rund 5000 Ärzte von der Industrie bezahlen, wie diese interne Liste bestätigt. Was ist das für eine Reportage? Also über Pharmaindustrie, Freunde, falls ihr da ein geiles Video habt, Ausrufezeichen Discord in den Chat oder bei YouTube unten in die Kommentare reinschreiben. Beziehungsweise auch bei YouTube unten in der Beschreibung gibt es den Link Discord. Auf der linken Seite gibt es einen Kanal, der heißt Videovorschläge zum Thema Pharmaindustrie. Eine coole Doku, wirklich eine Doku, kein Talk von irgendjemandem oder so, eine Doku dazu. Wäre sehr wild. Mua. Weitere Arten von Korruption sind, wenn Pharmaunternehmen Ärzte bezahlen, um Studien über ihre Medikamente zu erstellen. Oder sie bezahlen Ärzte, damit sie Medikamente an Patienten verschreiben und die Nebenwirkungen festhalten. Oft wissen Patienten nicht, dass sie an solchen Studien teilnehmen. Das heißt, ihr geht zum Arzt, er verschreibt euch Medikamente und schaut, welche Nebenwirkungen... Das ist eigentlich eine Pharma-Doku, Bro. Wenn ich ehrlich bin, Flex, falls du das siehst hier, hätte ich den Titel auch, ich hätte gar nicht so krass auf Nipsey Hussle, ich hätte gesagt, die Wahrheit über die Pharmaindustrie oder so, weißt du? Bro, lass mal connecten, Bruder. Wir heben deinen Content nochmal aufs nächste Level, dass du auch noch mehr Reichweite kassierst. Wirkung ihr kriegt. Gute Recherche legt der Mann hier an den Tag. Na? Muss man auf jeden Fall mal Props raushauen. Sozusagen ein Versuchskaninchen. Leute, das hier sind offizielle Sachen und keine Theorien. Eine weitere Taktik der Pharmaindustrie, um ihre Gewinne zu steigern, ist, die Limits für Krankheiten runterzusetzen. Zum Beispiel, man setzt das Limit für Bluthochdruck runter, damit man mehr Leuten das Medikament verschreiben kann. Auch forscht man nicht mehr an neuen Medikamenten, sondern nimmt alte und erfindet neue Krankheiten. Hört sich alles unglaublich an, aber es hört sich unglaublich an, aber Bro. Keine Verschwörungstheorien, sondern offizielle Daten, die bei ZDF und RT laufen. Also wir haben es hier sogar mit Strukturen zu tun, von denen die Mafia noch was lernen könnte. Völlig ungeniert bedienen sich skrupellose Ärzte und geldgierige Konzerne am Gesundheitssystem. Und die Tricks werden immer raffinierter. Jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen nachvollziehen, warum Leute behaupten, dass Dr. Sebi und Nipsey Hussle von der Pharmaindustrie aus dem Weg geräumt wurden. Klar sind die Behauptungen von Dr. Sebi trotzdem viral gegangen.
Aber nachdem Dr. Sebi gestorben ist, sind viele Aufnahmen von Leuten aufgetaucht, die auf einmal Nebenwirkungen gekriegt haben. Einige behaupten, dass die Rezeptur der Medikamente geändert wurde. Wieder andere sagen, dass die Aufnahmen bewusst gestreut wurden, um den Hype von Dr. Sebi zu zerstören. Die Aufnahmen von den Nebenwirkungen sind natürlich ebenfalls viral gegangen. Und so war der Hype um Dr. Sebis Behandlungsmethoden schnell vorbei. Das ist krass. Er hat noch immer seine Anhänger und Leute, die ihm glauben. Aber für die breite Masse ist es gescheitert. Ich bin Team Sebi. Safe. In Amerika sterben sehr oft Ärzte, die sich wie Dr. Sebi auf natürliche Sachen spezialisiert haben. Nipsey sagt sogar, dass Leute ihn gewarnt haben, dass er noch draufgehen wird. It gotta be somebody agenda for us to not know about this story. Yeah. So when I found out about Sebi, and it's really it's about his case that he beat in 1985. Yeah, that AIDS case. You know what I'm saying? Yeah, oh yeah, I'm familiar with that. Why was Sebi going to court and proving that he cured AIDS? Absolutely. Come on, why we don't know about that? Absolutely. And you know. And he just died mysteriously down there. You know what I mean? Yeah. And so you know how they play. Oh yeah. You know, niggas just tweet me, Hustle, be careful, man. Your plane gonna go down. I say, nigga better ride for me. Yeah, that's what I'm saying. Don't pray, ride for a day. I tell them, pharmaceutical companies are real funny style about people with those natural cures. They'll, them pharmaceutical companies, you'll end up with a brain aneurysm, or you done fell out a window by mistake. Yeah. All that. Ärzte, die sich auf Kräuterheilkunde und natürliche Sachen spezialisiert haben, werden oft ausgelacht, obwohl das eigentlich die richtigen Ärzte sind. True. Digga, ich feier deine Arbeit, Flex. Viele Leute unterschätzen die Wirkung von Pflanzen. Wenn man heutzutage jemandem sagt, er soll das Kraut oder natürliche Sachen probieren, denken sie oft, das wirkt nicht. Und probieren es das gar nicht aus. Aber was viele nicht wissen, dass viele Wirkstoffe von Medikamenten aus Pflanzen synthetisiert werden. Zum Beispiel hat man für Medikamente für Krebs, Malaria und viele weitere Krankheiten den Wirkstoff aus Regenwaldpflanzen synthetisiert. Forscher reisen oft in den Dschungel und in den Regenwald, um neue Wirkstoffe für Medikamente zu finden. Leute, kurz mal zu dem Thema gesunde Ernährung. Wenn der Arzt darauf kommt, euch zu empfehlen, euch gesünder zu ernähren, ist die Frage, ob die Leute das hinkriegen. Mittlerweile sind sehr viele Lebensmittel vollgepackt mit Chemie. Ob es nun Pestizide sind, generell Inhaltsstoffe oder das Plastik, das wir durch die ganzen Produkte und das Wasser zu uns nehmen. Man kommt sozusagen nicht mehr drumherum, dass irgendwas Ungesundes im Essen ist. Eine Verbindung zwischen Lebensmittelindustrie und Pharma gibt es natürlich auch. Im Jahr 2018 wurde zum Beispiel... Das geht ja auch noch weiter, ist ja nicht nur die Ernährung, sondern auch Zahnpasta, Wasser, diese ganzen Geschichten. Also es ist so viel um uns herum, was wir den ganzen Tag konsumieren, wo man eigentlich drauf achten müsste, so, dass man da bewusst konsumiert, egal in welcher Hinsicht, Freunde. Ja. Macht euch Gedanken darüber, ich küsse euer Herz. Das Unternehmen Monsanto für 66 Milliarden von Bayer übernommen. Bayer ist ein Pharmaunternehmen. Das Unternehmen Monsanto produzierte Saatgut und Herbizide und genetisch veränderte Feldfrüchte. Bayer produziert noch bis heute Pflanzenschutzmittel. Also die Pestizide, die auf die Feldfrüchte kommen, die wir letztendlich essen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Pharmaunternehmen Nebenwirkungen von Wirkstoffen nicht beachten und Leute krank werden. Was mit der Gesellschaft passieren kann, wenn ein paar Leute von Krisen profitieren, erklärt uns Russell Brand in einem Gespräch mit Joe Rogan. Guter Mann, Russell Brand, auf jeden Fall abchecken, Freunde. How can you have energy companies that profit when there's an energy crisis, military industrial complex that profits when it's a war, pharmaceutical companies that profit when there's a pandemic? You're creating the necessity for ongoing crisis. Der macht auch immer richtig geile Videos, Freunde. Ja, müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Auch auf Rumble am Start, aber immer noch auch auf YouTube. Sehr guter Content. If the elites in a society benefit from situations that are detrimental to everybody else, that's what reality is going to become. That's what reality has become. That's such an important point because that's almost undeniable. And to say that they wouldn't do that because they value human life and morals and ethics over... So geil, dass es so einen Podcast gibt, das ist der größte Podcast in Amerika, weißt du, was ich meine, so? Da werden solche Sachen erzählt. In Deutschland packst du mal einmal ein bisschen aus, so wie ich das auch mit Comments Café gemacht habe, packst du einmal ein bisschen aus, wirst du direkt gecancelt. So. Kriegst du direkt 1000 Berichte gegen dich, kein Rapper will mehr mit dir sein und so. Leute kriegen Angst, Muffensausen, Deutschland, schön folgen, Stock im Arsch hier drin, da weißt du, wie ich meine? So. Man hätte auch einfach cool bleiben können und einfach sagen können, wir reden weiter, genau jetzt reden wir weiter über solche Themen. Wir lassen das nicht zu, dass wir den canceln und so. Nein, im Gegenteil haben sich alle Leute angepasst. Keiner redet jetzt mehr über diese Themen. Alle halten sich zurück. Selbst die Leute, die früher über diese Themen geredet haben, reden kaum noch. So der Einzige, den ich eigentlich kenne, der wirklich nach vorne geht, noch mit diesen Themen aus dem Bereich, so ist Kianusch. Sag ich dir ganz ehrlich. Der Rest ist quiet. So. That's never been exhibited. That's not true.
That's not a true statement. No, the opposite is true. The opposite is provable. The opposite is provable, whether it's Halliburton or whether it's pharmaceutical companies or whether it's politicians or bankers. The opposite has always been true. Was denkt ihr über diese Themen? Haltet ihr es für möglich, dass die Pharmaindustrie etwas mit dem Tod von Nipsey Hussle und Dr. Sebi zu tun gehabt hat? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Guter Mann, Bro. Gutes Video, Flex. Fühle ich auf jeden Fall, Bro. Weiter so. Flex it in, man. Gib mir die Flexi-Vibes. Flexi! Sehr stark.